In der nächsten Galaxie kommt ein weiteres Mal Yoshi vor und ihr wisst bestimmt schon, was das dann für die Challenge bedeutet, denn wir müssen wieder mal schön durch die Gegend flattern und dadurch alles Mögliche von dem Level oder von der Galaxie skippen. Und genauso ist es auch hier bei der Biskuitboden-Galaxie, denn dort müssen wir die ganz normale Mission spielen und müssen diese schaffen, ohne ein einziges Mal eine Leuchtbeere einzusammeln, was auch wieder sehr komisch ist, weil eigentlich beruht die ganze Mission darauf, dass man eben sich die Leuchtbeeren schnappen muss und erst dadurch dann der Boden auftaucht, aber nee, wir müssen es ohne schaffen und das geht natürlich wieder einmal, wie auch sonst mit dem Infinite Flutter Jump von Yoshi, den wir hier wieder schön die ganze Galaxie lang einsetzen werden. Da hinten ist auch schon der Stern. Also ich glaube, also wenn ich geschickt bin, kann ich sogar, glaube ich, hier vom Start aus direkt zum Stern hinfliegen, ohne überhaupt woanders hinzufliegen. Ich will das mal ganz kurz testen. Ich habe ja einige Leben. Ich will es mal ganz kurz testen, ob ich das schaffe. Ich will so ein bisschen schief abspringen, hier so. Okay. So, mal gucken, wie weit ich komme. Ja, also man kann da... Also hier schon, man kann damit schon wirklich mega viel skippen. So, hui. Na okay, jetzt bin ich angehalten worden leider. Aber ich bin schon jetzt relativ weit gekommen. Also ich glaube, ganz zum Stern schafft man es dann doch nicht. Aber man kommt auf jeden Fall ziemlich weit. So, ich will mal auf dem Geschenk da landen. Das ist so witzig, wie man einfach komplett hier so ein Level zum Beispiel hier komplett kaputt machen kann mit dem Infinite Flutter Jump. Das ist so cool. Und das sind wir auch schon. So, jetzt haben wir diesen. Ja, warte mal, ich will mich mal umgucken, aber ich glaube, ich darf mich nur umgucken, wenn ich ruhig stehe auf einer Plattform. Hier zum Beispiel. So, darf ich mich umgucken? Ja. So, von hier hinten aus irgendwie sind wir gestartet und diese ganze Distanz bis hier rüber, das alles hier haben wir übersprungen. Bis hier rüber, das haben wir jetzt mit einem einzigen Sprung, mit einem einzigen Flatterflug geschafft. Das ist so witzig einfach nur. Ich liebe es so sehr. Ach ja, das ist so cool. Übrigens, was ich euch jetzt auch nochmal zeigen kann, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich glaube, ich habe es noch nicht so genau ausgeführt, ist, wie man mit dem Infinite Flutter Jump am besten mit Yoshi abspringen sollte, um möglichst weit zu kommen. Da gibt es nämlich große Unterschiede. Also man kann halt einerseits, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier rüberkommen will, auf diese Plattform da vorne, wenn ich das schaffen will, dann kann ich halt eben einerseits ganz normal geradeaus abspringen, was natürlich im ersten Moment vielleicht klüger erscheint, aber ihr seht schon, je weiter ich fliege, desto mehr Geschwindigkeit verliere ich, bis Yoshi dann irgendwann verdammt langsam geworden ist und ich dann nur noch ganz, ganz wenig pro Flatterflug vorankomme. Ich komme zwar immer ein bisschen voran, ja, es wird niemals aufhören, aber irgendwann komme ich halt fast gar nicht mehr voran. Und das ist halt ziemlich schlecht, weil ich dann ziemlich lange brauche, um hier mal auf der gegenüberliegenden Plattform aufzukommen. Und jetzt bin ich nämlich erst da. Man kann nämlich auch, was eigentlich viel, viel besser ist, ja, weg da. Man kann nämlich auch versuchen, so ein bisschen, ja, so diagonal quasi abzuspringen. Also wenn ich so stehe und jetzt geradeaus nach hinten fliege, dann könnt ihr merken, jetzt hat sich die Kamera gedreht, dann könnt ihr aber merken, dass ich hier jetzt meine Geschwindigkeit lang nicht so sehr verliere, wie ich es gerade eben getan habe. Dafür bin ich jetzt aber quasi tot, weil ich kann mich jetzt nicht mehr gut bewegen. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Das Problem ist, dass ich wieder ein bisschen zu viel zeigen will hier in der Galaxie. Also ich hätte es eigentlich schon längst schaffen können, aber ich will wieder ein bisschen zu viel zeigen. Ich will mal noch überleben kurz. Also übrigens, ich kann jetzt auch gerade, also wenn Yoshi mal seine Geschwindigkeit verloren hat, dann kann ich mich jetzt nicht mehr nach rechts bewegen. Also wenn Yoshi seine Geschwindigkeit verloren hat beim Infinite Flutter Jump, dann kann ich nicht mehr mich in seine entgegengesetzte Richtung bewegen. Das klappt dann einfach nicht mehr. Ich will wieder kurz landen hier drauf, zwar knapp. Das klappt dann einfach nicht mehr. Also da geht es dann nur noch geradeaus. Wenn ich aber versuche, so ein bisschen eben schräg abzuspringen, also so ja nach hinten diagonal quasi, das ist eigentlich am besten, also ja nicht umdrehen, also hier so, wenn ich hier so abspringe und die Kamera sich nicht dumm drehen würde, dann könnte man damit auf jeden Fall, das habt ihr ja gerade eben bei mir auch gesehen, von, da, also ja, da, also wie soll ich sagen, da kann man wirklich mega weit kommen. Ich glaube, ich zeige es mal nochmal kurz. Ich bringe mal nochmal kurz um, weil ich es nochmal ganz, ganz kurz euch zeigen will. Also ich muss hier wieder ein bisschen mehr rumexperimentieren, obwohl ich die Challenge schon längst hätte schaffen können eigentlich. Das habt ihr ja gerade eben gesehen. Ich habe von hier aus vom Anfang es geschafft, bis hierhin irgendwie zu kommen. Und wenn ihr das so machen würdet, wenn ihr einfach geradeaus abspringen würdet, dann würdet ihr da Ewigkeiten dafür brauchen. Deswegen, wenn ihr wirklich weite Distanzen zurücklegen wollt, ist eigentlich am besten, wenn ihr halt so ein bisschen schief abspringt, weil dann nämlich Yoshi seine Geschwindigkeit für sehr, sehr lange Zeit nicht verliert. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist auf jeden Fall so. Das habt ihr ja gerade eben auch gesehen. So, jetzt mach ich's mal wieder. Jetzt springe ich so schräg nach hinten ab. Und dadurch komme ich jetzt wirklich mega, mega weit und kann sehr viel Geschwindigkeit aufbauen. Problem ist aber, dass es dann irgendwann aufhören wird und dass dann Yoshi einfach, jetzt zum Beispiel, irgendwann in der Luft einfach stehen bleibt und sich jetzt gar nicht mehr weiter bewegt. Deswegen, ich muss mich jetzt wieder umbringen. Also ich muss den Winkel ein bisschen besser hinkriegen. Das war eigentlich gerade eben schon ziemlich perfekt. Deswegen, da muss man auf jeden Fall gut drauf achten. Also, an sich ist es wirklich besser, wenn ihr diesen schrägen Flatterflug da macht. Da müsst ihr aber bedenken, dass der nur so, ja, 10 Sekunden oder sowas anhält und danach dann eben wieder abbricht. Und danach solltet ihr auf jeden Fall dann irgendwo auf einer sicheren Plattform danach zum Stehen kommen. Weil ansonsten ihr eben dann Probleme haben könnt. Jetzt, ich bin wieder ein bisschen zu schief. Ich glaube, ich komme wieder nicht bis zu einer sicheren Plattform rüber. Weil jetzt wird er nämlich gleich wieder aufhören. Genau, jetzt habe ich seine Geschwindigkeit verloren. Seht ihr, das ist eben genau das, was ich damit meine. Aber die Sache ist halt die, wenn ich geradeaus abspringen würde, dann würde ich es erst recht nicht schaffen, darüber zu kommen, weil ich dann einfach viel zu lange brauchen würde und das total nervig wäre. Deswegen an sich ist es schon besser, wenn man hier so einen schrägen Flatterflug macht auf jeden Fall. So, ich versuche es mal nochmal.
Nein, hör auf, dich schon zu drehen. Nein, Yoshi, mach doch. So, okay. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen geradeaus in die Richtung. Nach hinten. So. Ja, jetzt klappt es aber nicht so gut. Irgendwie jetzt nehme ich nicht so viel Geschwindigkeit auf wie vorhin. Ja, ich glaube, es wird auch wieder nix. Oder? Nee, jetzt bleibt wieder stehen. Okay, also ich muss es wirklich schaffen, so wie vorhin. Also eigentlich hätte ich das vorhin sogar gleich lassen sollen, den Versuch nicht so viel Blödsinn machen sollen. Aber ich wollte dir mal ein bisschen was zeigen. Ich kann ja auch die Galaxie mal versuchen, ein bisschen normaler zu spielen und nicht gleich alles abzukürzen. Das kann ich ja auch mal schnell machen. Indem ich jetzt nämlich einfach erstmal hier rüberspringe. Da ist sogar schon der erste Checkpoint. Also wenn man nur solche kleinen Lücken hat, dann kann man schon geradeaus springen, weil das sicherer ist. Aber wenn man... Jetzt habe ich die eingesammelt, ernsthaft. Aber wenn man größere Lücken hat, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man halt so ein bisschen schräg abspringt. Jetzt habe ich sogar den Checkpoint aktiviert, ne? Obwohl ich eigentlich die Leuchtbeere... Ja, eigentlich müsste ich nochmal von vorne sogar starten. Weil ich glaube, ich habe die Leuchtbeere zuerst eingesammelt, danach ist den Checkpoint aktiviert. Wow. Das ist irgendwie schon wieder ein totales Chaos, dieses Video hier. Also eigentlich hätte ich schon locker schaffen können, aber ja, das ist das Problem, dass mein Instinkt ist es einfach, euch ganz, ganz viel zu zeigen und total viel Blödsinn euch zu zeigen, den man hier in Galaxy 2 anstellen kann, mit dem Infinite Flutter Charm und euch das alles genau zu erklären. Und deswegen, ja, dauert es jetzt halt hier ein bisschen länger, ist hoffentlich nicht so schlimm. So, und diesmal jetzt aber nochmal darüber. Und ich werde jetzt nicht mehr da komplett abkürzen. Also man kann es auch machen, habt ihr gesehen. Man kann es auch schaffen, dass man da einfach komplett hier schon zu den Geschenken darüber fliegt und das hier alles sofort skippt. Aber ich mache jetzt mal doch das ein bisschen auf Nummer sicher. So, ich aktiviere jetzt mal den, so, und da springe ich jetzt aber rüber. Weil das schaffe ich jetzt auf jeden Fall, wenn ich hier wieder den schiefen Flatterflug mache. So, ich muss nur jetzt ein bisschen mehr nach da lenken, genau. Sehr schön, und schon sind wir da. Perfekt, gut. So, dann da fliege ich einfach geradeaus rüber, weil das ist, wie gesagt, keine große Schlucht. Und da kann man das auch schon so machen, dass man da geradeaus abspringt, weil das eben ein bisschen sicherer ist. Aber wie gesagt, bei größeren Schluchten sollte man dann so schief abspringen. Das ist dann auf jeden Fall die bessere Wahl. Geh mal weg. So. Da springen wir auch einfach so hoch. Das passt auf jeden Fall auch. Gut, so, und den Rest spiele ich jetzt auch einfach mal auch mal einigermaßen normal. Also wie gesagt, ich kann auch das alles hier komplett abkürzen und von hier aus jetzt schon wahrscheinlich direkt zum Stern. Ich glaube, das würde ich schaffen ungefähr, aber ja. Aber ich mache das einfach mal hier das Ganze normal. Aber ja, ich glaube, die Plattform aktiviere ich mal nicht, da bin ich gerade zu faul. Der Stern ist ja nämlich eh schon da hinten. Ja, das mache ich jetzt mal nicht. Ich versuche jetzt mal, das hier zu schaffen, auch ohne die Plattform zu aktivieren. Was eigentlich gar nicht eine Aufgabe ist. Warte mal, jetzt habe ich auch gerade auch irgendwie total viel Geschwindigkeit aufbauen können. Das ist auch interessant. Warte mal, wenn ich von den grünen Plattformen abspringe, kann ich dann mehr Geschwindigkeit aufbauen? Es kriegt auch eine Beschleunigung oder wie? Das ist ja seltsam. War das gerade so? Nee, doch nicht. Oder? Ja, nee, irgendwie doch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich hätte da doch auch einen schiefen Sprung machen sollen. Weil ihr seht, wenn ich halt einen geraden Sprung mache, dann habe ich ja halt jetzt meine komplette Geschwindigkeit fast verloren. Nicht ganz. Ich bewege mich immer noch minimal nach vorne pro Flatterflug, aber das dauert halt ein bisschen dadurch. Und wenn ich halt einfach ein bisschen nach hinten diagonal abgesprungen wäre, dann wäre das auf jeden Fall nicht passiert. Und dann wäre ich da jetzt sehr viel schneller schon beim Checkpoint. Aber auch so, irgendwann kommen wir ans Ziel. Also ihr seht schon, wir kommen der ganzen Sache der Plattform da immer näher. Also so kann man es auf jeden Fall schon ausschaffen, klar. Aber es dauert halt viel, 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 viel länger. Deswegen, das ist nicht wirklich empfehlenswert, ehrlich gesagt, diese Methode hier anzuwenden. So, ich fresse ihn jetzt mal nicht, dass ich wieder aus Versehen die Beere einsammle. So, erst aktivieren. Sehr schön, gut. Da oben ist der Stern. Den kriegen wir natürlich auch mit dem Infinite Flutter Jump, wie denn auch sonst. Und damit haben wir ihn. Yay! Yahoo! Und wenn man hier auch nicht so viel Blödsinn macht wie ich, dann kann man das auf jeden Fall auch schneller schaffen als in 10 Minuten oder knapp 10 Minuten. Aber man muss natürlich trotzdem, das ist natürlich klar, den Infinite Flutter Jump ziemlich gut beherrschen, wenn man den schon häufig einsetzen muss. Wenn man den aber beherrscht, dann ist eigentlich diese Challenge hier wirklich kein Problem. Okay. Gut, yay. Dann geht's auch gleich weiter mit der nächsten Challenge dann, im nächsten Video. Und die hat's wieder mehr in sich, und zwar die Honighüpfer-Galaxie, wo wir den ersten ganz normalen Stern spielen müssen. Und diesen schaffen müssen, ohne einen Bienen-Power-Up einzusammeln. Was sehr, sehr schwierig wird, denn vor allem, also zwei Stellen fallen mir gerade spontan ein, die richtig, richtig schwierig damit sind, wo man sich denkt, hey, wie soll das denn gehen? Aber es geht doch, also muss man wieder sehr viel mehr tricksen als jetzt hier in der Biskuitbodengalaxie, deswegen, da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!